Transfer und der letzte für Mr. Stucky und da ist er durch. Und den will er sich natürlich noch in den Trophäenschrank holen, wieder diesen Munich Mesh, letztes Jahr schon gewonnen und jetzt für ein Comeback beim Back-to-Back-Title vielleicht für Nico von Lerchenfeld. Aber da muss er erstmal jetzt durchs Finale kommen und er hat natürlich einen extrem starken Gegner mit Trent Stucky. Und da ist der Tyson Lee an der Pipe. Stalefish Transfer. Oh! Dann machen wir noch nicht doch mal am letzten Feature. München, lass das hören für Megan. Der Bursche hat eigentlich schon so viel erreicht im Wakeboarder, kommt immer wieder gern zum Munich Mesh, weil das einfach der geilste Wakeboard-Contest im ganzen Jahr ist. Und den will er sich natürlich noch in den Trophäenschrank holen, wieder diesen Munich Mesh. Letztes Jahr schon gewonnen und jetzt für ein Comeback beim Back-to-Back-Title vielleicht für Nico von Lerchenfeld. Aber da muss er erstmal jetzt durchs Finale kommen und er hat natürlich einen extrem starken Gegner mit Trent Stucky. Und da ist die Double Roll! Der doppelte Rückwärtssalto von Nico von Lerchenfeld.